Die Wanderung auf der E5 war schon knackig und eine richtige Herausforderung. Zwischendurch musste man wirklich mal tief durchatmen und sich überwinden. Unterwegs haben wir super gut zurechtgefunden. Also es war gut ausgeschildert und wir haben halt auch die Abenteuerwege-App gut nutzen können. Und von daher hat das alles super geklappt. Also wie wir an der Bella Vista Hütte angekommen sind, das war wie ein Traum, also wie ein Märchen, also finde ich. Das hat mich total fasziniert. Wo wir da angekommen sind, war es ja sehr nebelig und hat ein bisschen geregnet. Wir hatten wirklich einen schönen Ausblick von unserem Zimmer aus. Und da kannst du schon, wenn du morgens aufwachst, bist schon glücklich, weil du einfach nur die Berge siehst. Also am Pitztaler Jöchel hat mir am besten gefallen, wie ich oben angekommen bin und dann diese Aussicht, das war überwältigend. Wir haben extra uns entschieden, die E5 mit Abenteuerwege zu machen, weil wir halt einfach nicht so viel Gepäck tragen wollten. Und so hatte man halt das Erlebnis von den Berghütten und gleichzeitig aber auch den Luxus von schönen Hotels und von Gepäcktransfer. Und das hat die ganze Sache halt rund gemacht. Wir wollten es halt auch genießen können. Wir sind ja beide Vegetarier und das hat total gut geklappt. Also da mussten wir uns auch um überhaupt nichts kümmern. Wir haben das einfach nur angegeben. Da waren wir auch sehr zufrieden und glücklich mit. Es war einfach nur ein unglaublich schönes und geniales Gefühl, am Fernagter See anzukommen. Zwischen Euphorie, totales Glücksgefühl, Freude und der pure Stolz, dass wir diese Alpenüberquerung geschafft haben. Ja, die letzte Nacht im Iran, das war ein toller Kontrast zur Bergtour und man konnte es sich richtig gut gehen lassen und einfach nochmal die Tage Revue passieren lassen. Und das war einfach der perfekte Abschluss.